Ach, wie lieblich und wie friedlich ist das Bild, was sich uns da darbietet. Rund um Manchester grün bestandene, mit Gras bestandene Hügel, die uns grünes, sanftes Licht in unserer Herzen und in unsere Seelen schimmern lassen. Bläulich glänzt und glitzert das Meer. Rund um Manchester eine Stadtmauer beschirmt unsere Stadt und alle anderen Siedlungen auch mittlerweile von steinernen Bollwerken. Beschützt vor unseren Feinden, die es allerdings kaum noch gibt, aller Orten Staatsoberhäupter, die uns freundliche Grußbotschaften schicken mit den Arabern und mit der kindlichen Kaiserin von Korea, mit Sondok, sind wir bestens befreundet. Des mit Kleopatra geht es mittlerweile, Gandhi, der alte Glatzkopf, mit ihm ist doch so halbwegs solides Einvernehmen. Nur die Japaner, die sind uns sehr, sehr unfreundlich eingestellt. Aber müssen wir die fürchten? Ich denke nicht. Ich habe eben mal verstohlen einen Blick geworfen in die militärische Weltrangliste und festgestellt, dass es so richtig gut den Japanern nicht geht. Die sind nicht allzu stark. Und wir sind mittlerweile recht stark, haben auch jederzeit die Möglichkeit, dank unserer fantastischen Goldreserven, jede Runde über 150 Gold, das draufkommt, dann haben wir ständig die Möglichkeit, unsere Galeeren in Karavellen umzurüsten und zu verbessern oder unsere Bogenschützen und Armbrustschützen neue Einheiten auszuheben und so weiter. Es sieht alles ganz gut aus. Wer hätte das gedacht nach diesem unfassbar verkorksten Start? Mehrere Leute unter euch, liebe Zuschauer, willkommen beim Let's Play bei den Abenteuern der Queen Victoria und ihrem greisen und hoffentlich weisen Berater WB. Einige von euch hatten nach dem verkorksten Start gesagt, Mensch WB, das wird doch nichts mehr, starte die Partie doch ruhig neu, wir sind ja auch nicht Gram. Dann hatte uns Kleopatra noch angefallen, überfallen, wir waren ohne Soldaten da, viele Leute haben geunkt, das ist dein Untergang. Also irgendwie haben wir uns da durchgemogelt mit einer Mischung von Glück und Geschick. In Manchester wollten wir noch was produzieren, was denn? Mittlerweile haben wir so viele Campus eingestellt, so viele Wissenschaftsbezirke, dass wir hier nicht unbedingt noch einen dazusetzen müssen. Hier unten soll nachher noch ein Industriebezirk drin. Vielleicht bauen wir Manchester zu einer Flottenstadt aus, wer weiß. Ich setze hier erstmal den Theaterplatz, weil so langsam wird es Zeit. Den setze ich mal hier oben hin. Warum denn doch da oben hin? Oder hier hin. Dann haben wir die Option offen, hier noch einen Campus hinzusetzen, neben die beiden Regenwälder. Mhm. So machen wir das. Genau. Und mit dem Speer rennen wir hier rum, entdecken Kalkutta. Laufen auf einen Stufenbrunnen und machen so ein bisschen touristisches Sightseeing. Aber nochmal zurück zu Manchester. Hier ist der Theaterplatz im Bau. Dauert 11 Runden, bringt uns dann auch erstmal ein bisschen Kultur. Immer eine schöne Sache. Aber ich denke, wir wollen erstmal, die kaufen wir in letzter Zeit ja immer, einen Händler. Ganz normal einen Händler hier bauen. Für demnächst nämlich mal Bibliotheken kaufen können. Womöglich. Hier sind wir im Kampf. Oder la. Ein Apostel des Islam hier unterwegs. Dem warten wir mal eine Runde ab. Wir marschieren hier zu dem Barbarencamp runter. Wohnraumprobleme in Birmingham. Das kann passieren. Dann gehen wir doch jetzt auch gleich in die Produktion rein und setzen da den Schwerpunkt. Alles andere lohnt ja eh nicht. Und ebenfalls in Leeds. Auch da ist die Produktion schon eingestellt. Bei den Regierungskarten haben wir im Augenblick keine Handwerkerkarte dran. Das heißt, wir holen uns mal erstmal keine weiteren Handwerker, können in 5 Runden allerdings wechseln. Die Politik, ohne dass es uns was kostet, haben in 16 Runden frühestens das Mittelalter, haben also noch genug Zeit, hier mit Glauben mit Gold preiswert Handwerker zu kaufen.
Bogenschütze Halt hier. Hat wacker gekämpft. Und da, da ist eine Karawelle der Japaner unterwegs. Die sind aber gut und fit unterwegs. Die haben auch entscheidende Kampfboni in den Küstengebieten. Da müssen wir echt aufpassen. Birmingham. Campus abgeschlossen. Bau der nächsten Bibliothek steht bevor. Sehr gerne. Industriegebiet können wir auch schon mal bauen. Könnten wir bauen hier. Brauchen wir aber noch. Wir machen mal den Bau vom Campus. Die Bibliothek, die bringt uns dann 2 Wissenschaftspunkte. Arbeitet hier eigentlich jemand im Campus? Ich glaube, dafür braucht man da erst eine Bibliothek, ne? Genau, vorher geht da gar nichts. Hier wird eine Mine gebaut, plus 2 Produktionen in Abydos in 4 Runden. Auch hier der Campus fertig. Sehr schön. Die Mine wird auch gleich benutzt. So muss es sein. Der hier, der hat ein Barbarendorf aufgedeckt. Hier geht es nicht weiter. Wir haben hier alles erforscht. Da können wir auch gleich ins Wasser gehen und mal gucken, was wir weiter im Osten entdecken, oder? Eins hier rüber. Einen hier hin, dann können wir mit den beiden gleich auf die beiden Hügel ziehen. Der Hügel ist nicht so gut, weil dazwischen haben wir einen Fluss. Und der Fluss bringt immer einen kleinen Malus beim Angriff. Mit dem Kollegen geht es einfach zurück in die Stadt. Hier werden die Grenzen allmählich erweitert. Ist das ein Hügel? Ja. Eine Aktion hier noch möglich. Haben wir im Augenblick einen Nahrungsüberschuss von plus 1,1. Das heißt, wir könnten nach der Expansion hier oben einfach eine Mine draufsetzen und sagen, das reicht uns erstmal. Viel mehr geht hier eh nicht. Dem machten wir eine Runde ab. Die wollen wir mal schauen, was wir im Landesinneren alles entdecken. Oh, von wegen Landesinnere. Diese gewundenen Kontinente hier. Hier geht schon mal nicht weiter. Dann bleiben wir hier, gehen hier ins Wasser und gucken mal, wie es weitergeht. Hier geht es auch nicht weiter. Mit dem wollten wir zurück. Machen wir mal oben rum. Mal gucken, ob es da weitergeht. Ja. Und all dieweil schauen wir uns hier unten die Kämpfe an. Gar keine. Einmal auf den Hügel gezogen, einmal auf den Hügel gezogen. Leicht ausgeheilt sind wir hier. Das Geländefeld ist in der nächsten Runde mit dabei. Viele Karavellen hier mittlerweile unterwegs und Quadriremen, der Araber in dem Fall. Schauen, was wir hier noch alles entdecken. Gar nichts. Ab ins Wasser. Späher müssen doch schwimmen können, oder? Was ist denn das? Habt ihr das gesehen? Diese waagerechten gelben Streifen
War das ein Anzeigebug? So was habe ich ja noch nie gesehen. Habe ich fantasiert? War das eine Fata Morgana? Haben unsere Schiffer vielleicht zu wenig Proviant dabei? Sind das Skorbut-Ausfallerscheinungen? Sehr geheimnisvoll. Fast schon unheimlich. Ein Bonusdorf und wir können es nicht erforschen, weil wir keinen Speer dabei haben. Gouverneur, in Jerusalem angekommen. Das heißt, dass unsere Wohnraumprobleme hier Geschichte sind. Klasse. Ab ins Wasser. Die haben natürlich Eisen. Diese Inder, ich bin so neidisch bisweilen und eifersüchtig auch, wie gut es denen geht. Der ist wieder fast fit. Da ziehen wir in ein Feld raus. Der darf hier direkt rein und ausheilen. Dass hier ein Hafen gebaut wird, weiß ich mittlerweile. Ja, Mine kann gebaut werden. Aber mal schauen, wie es jetzt aussieht. Das ist wahr. Der Handwerker bricht vor Erschöpfung tot zusammen. Und das war's. Na, wir können noch. Das gibt's doch nicht. Mal schauen. Ja, plus 1, 2. Okay, wir können noch einen Bürger weiter. Oder wir sagen, das war's. Und wir setzen erstmal auf die Produktion. Gehen hier raus, machen das weg und geht stattdessen hier drauf. Dann hätten wir wirklich plus minus 0. Plus 4, minus 4. Mhm. Hätten aber einen enormen. Wir könnten dann aber auch nur einen Bezirk maximal bauen hier, ne? Und das ist ja, wir brauchen mehr Bevölkerungswachstum, damit wir hier einen Theaterplatz zum Beispiel bauen können. Dafür brauchen wir 4 Bürger. Irgendwie ärgerlich. Aber 4 Bürger kriegen wir doch nie und immer zusammen. Denn wir können hier keine Bauernhöfe errichten. Auf Tundra würde mich zumindest sehr überraschen. Das hier ist klar, wenn wir das Feld dazu hätten, dann könnten wir hier noch ein bisschen Nahrung betreiben. Leuchttürme, natürlich! Mehr Nahrung auf dem Wasser. Das ist die Alternative. Ja, dann lassen Sie erstmal den Bau des Kornspeichers auch mal abbrechen. Weil was unterbringt uns der Nahrung? Plus 1 Nahrung, ne? Ah, dann ziehen wir den Kornspeicher erstmal durch. Danach dann den Leuchtturm und setzen hier erstmal bis dahin komplett auf Produktion. Oder na, was höre ich da? Wie schön. Noch ein Bonusdorf. Jetzt geht's mal zur Sache. Attacke. Beinahe tot? Wie viele Trefferpunkte hat der Kollege noch? Steht das da irgendwo? Es müssten unfassbar wenig sein. Ein oder zwei. Jetzt haben wir gleich die Militärtechnik fertig. Und wissen, wo Salpeter-Vorkommen sind. Je mehr sich die Wissenschaft in die Kriegsführung einmischt, desto mehr wächst der Bedarf an Technikern in den Feldarmeen. Im letzten Krieg gab es niemals genug Pioniere. Wir können jetzt zusätzlich zu unseren Kasernen noch Waffenkammern bauen. Plus 2 Produktion. Bringen die unter anderem und halt können wir uns damit für den Krieg besser rüsten. Und das hier ist eine sehr, sehr teure, finde ich. Eine Einheit, die ich noch nie gebaut habe. Also höchstens so zu Testzwecken, aber noch nie regulär in der Partie. Militärpioniere, um Straßen zum Beispiel zu bauen, aber und halt plus 4 Gold teuer zu bauen, ich weiß nicht. Bin ich zu geizig für.
Und wir haben diese Ressource hier in Salpeter, plus 1 Nahrung, plus 1 Produktion. Das wollen wir mal hoffen, je mehr sich die Wissenschaft, dass wir davon einige haben. Ich bin da sehr gespannt. Ich halte gleich mal Ausschau. Irgendwo Salpeter? Hallo? Salpeter, bitte kommen. Wir haben keinen direkt erschlossen, sonst wird es da oben stehen. Also wir haben den nicht überbaut schon mit irgendwas, mit einer Stadt. Seht ihr einen Salpeter vorkommen? Ach, wie schade. Keine da. Bei den Innern gehe ich gar nicht erst gucken. Meine Stimme beschlägt sich schon vor lauter unterdrückter Wut. Ich denke mir jetzt schon, die haben sicher eins. Ich weiß, das ist negatives Denken. Also also wenn ich nichts übersehe, dann haben wir leider kein... Ja, da ist da eins. Eines immerhin. Vielleicht haben wir dort noch hier unten eins. Wollen wir mal schauen. Na, das wäre etwas zu viel des Guten, aber immerhin. Ein Salpeter-Vorkommen. In Australien. Direkt hier. Und keinen Handwerker vor Ort, der das irgendwie anschließen könnte. Und wie viel wird das jetzt bringen? Toll, und dafür habe ich den Handwerker eben rausgehauen. Wir lassen es erstmal so. Wir gehen ja sicher nachher hier nochmal gucken. Neue Forschung. Wie lange brauchen wir noch, bevor ich das mache, bis das Weltwunder Terrakotta-Armee fertig ist? Noch 5 Runden. Das ist, das hatte ich schon mal erklärt, ein Klassikwunder. Ich traue mich nicht so richtig, in die Renaissance zu gehen, weil ich nicht weiß, ob dann nicht irgendein Drama sich ereignet. Von wegen, nö, Bau wird abgebrochen. Ich weiß es einfach nicht. Habe ich gesagt, Klassik? Ja, Klassik, Mittelalter. Also wenn man in die Renaissance wechselt, dann wird es, glaube ich, zumindest nicht mehr angeboten. Universitäten. Zum Bau. Als Upgrade oder als Zusatzgebäude zur Bibliothek brauchen wir dringend. Klar, mittelalterliche Mauern, auch nicht schlecht. Bietet später Tourismus, allerdings erst sehr, sehr spät. Aber Universitäten werden, glaube ich, wichtiger. Hier ist die Royal Navy Werft fertig in einem Fist. Das ist wunderbar. Und Wohnraum wird knapp hier. Schönes neues Geländefeld dazu bekommen. Dann schreit er alles danach, dass wir den Leuchtturm bauen. Sollen wir schon mal einen platzieren? Einen Bezirk? Ja, wenn dann hier, wo die Mine steht, das ist ja völlig bescheuert. Das machen wir natürlich nicht. Da wird stattdessen ein Leuchtturm in Angriff genommen. Bogenschütze halt weiter. Oh, und wir haben gleich einen zweiten Schwertkämpfer hier. Denn, ihr erinnert euch, eine Spezialeigenschaft unserer Queen. Pax Britannica heißt ihr Bonus, wenn sie den Bau einer Royal Navy Werft auf einem fremden Kontinent veranlasst und der dann durchgeführt wird, bekommen wir eine kostenlose Nahkampfeinheit spendiert. Das heißt, dann müssen wir mit dem hier doch wegziehen. Hier auf den Hügel. Mit dem hier hin. Und er wird bitte heilen. Cool. Boah, das sind wir aber so gut hier aufgestellt. Da können wir ruhig einen gleich ins Wasser lassen. Und wieder wegschicken. Ja, wir haben eine Quelle für Salpeter entdeckt. Toll. Und ich habe die ganze Zeit die auf der Karte gesucht. Ich hätte nur auf das Icon draufklicken müssen. Kein Kommentar. Stadt benötigt Nahrung, ich weiß, aber wir haben da immerhin zumindest keine Minusnahrung. Mittlerweile, ach, der Islam herrscht bei uns vor. Stadt-Stadt-Quest abgeschlossen. Hier einen Gesandten dazu bekommen, warum auch immer. Aber der bringt uns, der Gesandte, 2 Kultur in der Hauptstadt. Ja, und das wissen wir auch schon. Dann fahren wir jetzt mal mit Themistokles runter. Auf dem kürzesten Wege heim. Heim zu Mama. Heim in die Heimat. Schauen, was wir hier noch alles aufdecken können mit dem Speer. Attacke.
Stufe 2. Stufe 3. Ich will erstmal die Stufe weiter boosten. Die Gefahr vor den Toren von Australia wurde gebannt. Die Barbaren sind vertrieben. Plus 3 Zeitalterpunkte. Oder wie der gepflegte, kultivierte Ziver zu sagen pflegt, der zivilisierte Ziver, 3 Zeitarbeiterpunkte. Da will ich gerne hin. Da kommen wir auch noch hin. So, und hier mit dem Speer. Eine Runde weiter. Unfassbar viel Gold angesammelt. Falls ihr euch fragt, warum gibt WB das nicht aus? Er predigt auch sonst immer, dass man sein Gold ausgeben und nicht tochten soll, weil wir ja gleich noch Handwerker kaufen wollen, sobald wir die nächste Regierungsform wieder uns kostenlos holen können. Oder eine Einheitenverbesserung endlich durchführen. Mit entsprechenden Einheitenverbesserungsboni-Karte. Können wir uns auch gleich holen, wenn wir das möchten. Der Speer greift uns an. Ja klar, wir sind natürlich verwundet, aber trotzdem, das war ein bisschen sehr frech. Heureka beim Bankwesen. Jedermann sollte dafür sorgen, dass sein Sohn ein nützliches Handwerk oder einen Beruf erlernt, damit er in diesen unsicheren Zeiten etwas hat, worauf er sich verlassen kann. Oder seine Tochter. Chichen Itza. Ja, Regenwald, Spezial, Weltwunder. Oh, haben wir nicht unbedingt. Händlerpunkte. Handelszentrum haben wir keine. Nachbarschaftsboni im Industriebezirk noch einmal kein gebaut. Aber wir können endlich unsere Regierungsform ändern. Das werden wir auch gleich machen. Wir werden dann hier schon mal rausgehen und Richtung Handelsrepublik gehen. In 7 Runden ist es dann der Fall. Wir haben uns auch einen weiteren Gouverneurstitel geholt, immer gleich raushauen wollen. Wir werden vorher aber noch hier das Weltwunder fertig haben. In 4 Runden ist es der Fall. In London. Das ist echt cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Gilden gerade geholt. Alles klasse. Dann kommen wir gleich zum Auftakt der nächsten Folge über die Politikkarten puzzeln und uns fragen, welche wir da so nehmen. Zum Beispiel, ob wir nicht mal endlich unsere Handwerker wieder kaufen wollen, die wir die entsprechende Handwerker plus 2 Aktionskarte einsetzen. Oder ob wir die hohen Goldmengen, die wir mittlerweile haben, stattdessen dafür rauspulvern, dass wir unsere Bogenschützen zu Armbrustschützen machen oder unsere Galeeren zu Karavellen. Für all das brauchen wir auch Gold. Gold und Geld und gute Worte. Und gute Kommentare. Ich lese wie immer fleißig, emsig und höchst aufmerksam mit, was ihr mir so alles postet und hoffe auf gute Anregungen von euch. Bis bald, euer WB.